Hallo. Hi. Wie geht's dir? Ganz gut, und dir? Auch gut. Ja. Ja? Tanja, wie sieht's aus? Also, du bist ein Fan von wem? Caught in the Act. Caught in the Act. Gibt's sie noch? Nein. Die haben sich getrennt? Ja. Aber dennoch bist du in jemanden verliebt? Ja. In wen? In Lee Baxter. Lee Baxter? Mhm. Warum ausgerechnet der? Weil er geil ist. ich finde, er ist süß, sympathisch, sieht gut aus, schüchtern, gefällt mir. Stehst du auf schüchterne Männer? Ja, die kann man besser kontrollieren. Ja. Wie äußert sich sowas, wenn man, also abgesehen, dass man verliebt ist von jemandem, dass du ein Fan bist einer Boygroup? Also ich sammle alle Sachen, dann Konzerte, also nicht nachreißen, also wenn es finanziell klappt, CDs sammeln, das Übliche. Und Bettwäsche und sowas. Nee, du schläfst in so einer... Ja. Legen die Männer alle auf dir dann? Ja. Oh ja. Sind die ganz nah bei mir. Damit man sich mal... Es gibt ja noch sehr viele Zuschauer, so die Gebissträger unter uns, die sagen, wer ist Caught in the Act? Ja. Aber wir haben ein kleines Video, ein kurzer Ausschnitt aus dem aktuellen Titel von Caught in the Act. War Lee zu sehen? War das der eben zum Schluss? Der nackte Bursche? Mhm. Ah. Schön, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Ja, kann ich, ist okay. Ja. Und hast du ihn schon mal getroffen irgendwo oder so? Ja, 95. Das war einer der ersten Auftritte in Bonn in der Biskuithalle. Da waren wir nachher im Hotel und dann haben wir Autogramm bekommen und Küsschen und das war schon toll. Ja, aber so lange hast du ihn gar nicht mehr dann gesehen. Nee, nee. Aber wie ist das an dich herangegangen, als die gesagt haben, so, wir trennen uns jetzt? Also das habe ich dann eben gehört, also im Fernsehen, und da war ich schon ein bisschen traurig, aber ich weiß ja, die machen alle solo weiter und die gehen ja nicht weg vom Fernsehen oder so. Also es geht mehr finanziell in die Tasche, aber ich werde sie ja alle noch sehen, also so schlimm. Was geht in die Tasche? Finanziell, also ich muss dann mehr bezahlen, also mehr CDs kaufen. Ach, du willst sie dann von jedem Einzelnen die Soloplatte kaufen? Ja, na klar. Also wenn schon, denn schon. So kann man auch mehr Geld machen. Ja, na klar. Von der anderen Seite aus. Gibt es auch Menschen bei dir oder Freundinnen oder so, die sagen, also hör mal, du spinnst doch mit deiner Bettwäsche und den Postern überall oder so? Ja, also Melanie, meine beste Freundin, also die ist da voll gegen, von wegen ich spinne und der ganze Theater, die macht sowieso eine Show und die ziehen euch voll ab. Hat der eine Freundin? Ich glaube nicht. Nee? Also ich hoffe nicht. Also ich träumst du denn mal, den irgendwo mal zu treffen und zu sagen, ja, mit dem möchte ich zusammenkommen? Also er würde das nicht. Also alle konnten direkt Fan träumen, mal die mal so privat so und so kennenzulernen. Na klar, träume ich auch sehr oft davon. Und was sagt die Freundin dazu, dass du von sowas träumst? Ich sag lieber, ich gönne die Klapse. Aha. Ja, das denken auch viele andere Leute, aber was willst du machen? Na gut, dann hören wir uns doch mal an, was so deine Freundin sich alles anhören muss, weil das ist ja anscheinend schon ein bisschen merkwürdig, ja, dann, doch, ne? Wenn man das absolute Gegenteil von der ist. Sie heißt Melanie, ihre Freundin, herzlich willkommen. Melanie, was hältst du denn von Boygroups? Gar nichts. Überhaupt nichts. Wieso? Ja, ich denke halt einfach mal, ist ziemlich eingebildet, denken immer, sie wären was Besseres, alles nur Geldmacherei. Aber die machen doch schöne Musik. Ja, aber die Ausstrahlung von denen, wie sie sich geben, ich weiß nicht, ist halt nicht so mein Fall. Aha, und mich schreckt das eher ab. Wie ist das, was hältst du von den Fans, zum Beispiel deine Freundin? Ich sag nichts Falsches. Doch, sie, jetzt kann sie alles rausmachen. Ja, so eigentlich auch gar nichts. Ich finde das eher Kinderkram. Wenn da jetzt so eine 9-Jährige ankommen würde und würde sagen, ich stehe auf Aaron Carter, dann würde ich noch sagen, ja, ist okay. Aber so 14, 15, 16-Jährige finde ich das eher Kinderkram. Wie alt bist du? 16. 14. Ach so. Du bist? 14. Und du 16. Ja. Meinst du, das hört man bei ihr auf dann in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren? Ich weiß es nicht. Ja. Aber wie sieht denn ihr Zimmer aus? Findest du das hübsch? Nee. Wie, beschreib mal aus deiner Perspektive. Ja, überall hängen Poster von ihr oder Fotos, die sie hat. Und halt überall so, oh, Lee, und an die Wand so kleine Herzchen, so ein Bilderrahmen in Herzchenform. Dann ja, der so, ist doch auch toll. So ein Posterausschnitt. Wie findest du denn Lee? Schlecht. Wieso?
Ich mag die halt nicht, ich weiß nicht, die geben sich so und hübsch finde ich ihn auch nicht. Nee. Oder ist sie nicht hübsch? Hast du, gibt's irgendeinen für dich, wo du sagst, oh, den himmel ich an oder existiert das für dich nicht? Nee. Gar nicht. Hast du einen Freund? Ja. Ah ja, und den himmelst du an? Ja. Das will ich doch auch hören dann. Ja? Nervt sie dich auch manchmal? Nee, wenn sie irgendwas sagt, dann gehe ich meistens immer weg. Also ich höre mir das nicht lange an. Haben wir noch jemand? Wer mag Caught in the Act? Magst du Caught in the Act? Ja. Ja, wie heißt du? Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Grüß dich. Warum stehst du so auf Caught in the Act? Ja, weil sie gut aussehen, weil sie gut tanzen, die Musik. Stimmt eigentlich alles an denen so. Ja, hast du die auch mal kennengelernt? Nein, noch nie. Nee? Mhm. Und verliebt in irgendeinen von denen? Nein. Nee? Gibt's da auch so wie bei ihr so eine Freundin, die sagt, Mensch, mag ich nicht? Ja, Evelyn. Evelyn, ist das sie, ne? Ja. Evelyn, grüß dich. Hi. Wie ist das mit dir? Beschreib mal ein bisschen. Wie geht das so ab, so ein Alltag von einem Fan? Also früher war das so in der Schule. Ist immer so mit Fotos angekommen, selbstgemachte Fotos, also was das selbst geknipste Fotos. Und dann von der Zeitschrift hat sie ihren Schnipsel gesammelt, hat so schönen Ordner, alles reinsortiert. Und die Bettwäsche und überhaupt ihr Zimmer und alles. Ist wirklich, schläfst du auch in dieser Bettwäsche? Ja. Mhm. Und ihr Zimmer, ja, keine Tapete mehr, Poster an Poster, alles bunt herum. Wie ist es mit dir? Wie lange willst du noch in ihn verliebt bleiben? Was muss passieren, dass du nicht mehr verliebt bist? Ein besserer, bis ein besserer vielleicht kommt. Ja. Und so, in der Schule gibt's da keinen? Was? Nein, eigentlich nicht. Nee? Wir sind alle wissen blöd. So wieso, wissen. Wieso sind die blöd? Was würde. So ein bisschen Hinterwäldler. Meinst du, der will was von dir, so der Lee oder so? Nö, hab ich nie gesagt. Nee? Nö, denke ich auch nicht. Aber ich meine, aber du magst ihn ja schon, hat eine tolle Figur, sieht gut aus. Ja, na klar. Ja? Sieht doch so. Und würdest du gerne mal mit dem mal Kaffee trinken gehen oder mal zusammen? Ja, würde ich nicht nein sagen. Oder mal zusammen sitzen irgendwo? Ja, doch, ich würde nicht nein sagen. Doch. Ah, ich meine, die sind ja total schwer zu erreichen, diese Typen. Ja, ein ne? Das ist total schon. Schwierig oder so. Aber. Ja. Lee Baxter! Hallo. Hi. Take a seat, if you like to. Überrascht? Ein bisschen. Nervös? Ein bisschen schon. So, how is it to have so many fans? Yeah, great. Yeah? Yeah, we've been really lucky the last 6 years we've been working together. 6 years? And how is it now that you are go separate ways? Wie ist das jetzt, dass du eigene Wege gehst? At first it was very scary. But now I'm sort of getting used to it and going on your own. You have to make these changes sometimes. Uh-huh. So this is the first time actually that So you're nervous actually that you are not with your Yeah, I miss group the guys. Members? I really miss having the three guys with me, you know. They're usually always here, so you have a strong group feeling. But so yeah, I'm kind of nervous being on my own. Nervous. This is the first time that I've done an interview or anything since the breakup. So what do you prefer to go? Which way do you want to go now? Well, I'm writing my own music. We first of all completed an album called The Solo for CITA. Also, I have to translate it. Also, er will jetzt seine eigenen Wege gehen, möchte eine Solo-Platte machen, hat auch was mitgebracht, ja? Is this the new solo record CD or? Yeah, it's die neue? It's a new one. It's all of us in the group have completed three songs each. So everybody did it? Yeah. Yeah? Also jeder hat das gemacht? Yeah, it's called... So show it in the camera. Which one? I don't know. What do you like? This number three? One? Number one? Number two? Yeah? Solo for CITA. It's the farewell album that we wanted to do. Hast du die schon? Nee, noch nicht. It's a Geschenk für du. Oh, thank you. Oh, geil! It's also been signed, and this is also for the new single, I Want to Stay With You Forever. Thank you very much. It's also for you. Hast du ihn dir so vorgestellt? Ja. Ja? Ja. Hat er sich verändert jetzt ein bisschen? Die Hairs are longer aus. Or? Nein, das sieht immer noch geil aus. Ja? Ja, doch. So, I think you get a lot of letters and packages and sometimes they want something else, like maybe... Mm? Well, it's like everyone's different. Some girls they want to have a friend or they want to talk to you. Some girls they write to you about their problems.
Some girls, they just want to tell you, I saw your show and I thought this part was really good and that part... Or... And some girls? And some girls, yeah, they want other things, yeah. Ja, also einige. Ich habe ihn gefragt, ob sie nicht nur Briefe schicken und vielleicht auch einige Pakete und Kuscheltiere oder so, aber ob sie auch manchmal was anderes wollen. Also sprich, ne, ihr könnt euch das schon vorstellen. Er sagt, es gibt solche, die wollen nur Freunde bleiben und so, aber es gibt auch welche, die wollen dann schon etwas näher heran. At the buddy. So, liebe Zuschauer, es ist, there is a big charity, also eine große Charity. Veranstaltung in Köln am 27. November in Köln. Also im Prinzip das Pop-Spektakel schlechthin dieses Jahres. Und es werden, wer wird, also ich glaube, alle sind sie da. Die Backstreet Boys kommen und ich glaube NSYNC. Alle, einfach alle. Du bist auch da? Ja. Yeah? So you're hosting a little bit, because maybe we can do it together. Ich werde auch da sein, meine Kollegin Arabella. Falls ihr deswegen auch mal vorbeischaut, kann ja sein. Yeah, that'd be great. So, that's... Ist das die erste Geschichte, was mit Charity zu tun hat? Also the first time that you work for charity? Well, this is ideas? The first. Yeah, this is. I'm here as well to talk, because I wanted to meet you and also to talk about the charity as well, because I was asked to do this after the group split up. They asked. We were all asked, four of us in the group, if we would take part in this. And I thought, because it was for the charity, it'd be a really good cause to come. But I wasn't ready to bring my solo singing. So I said I'd come and do a little bit of German, speak a little bit of German, maybe 1 minute, 2 minutes and host something. So. Also Sie freuen sich da auch dabei zu sein. Er hätte sich eigentlich mehr gefreut, wenn er seine eigene neue Soloplatte dort hätte vorstellen können. Aber er ist nicht so weit. Also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, zumindest die Fans, vielleicht auch die anderen, bis die Soloplatte kommt. Aber er wird am 27. November, ausgestrahlt wird das, glaube ich, irgendwann ein bisschen später. Weiß gar nicht wann. Habe ich das irgendwo stehen? Kann ich euch nachher nochmal, am 29. Am 29. wird es dann ausgestrahlt bei ProSieben. Ja, sowas gibt's. Take a rest. Take a rest, because we have now to do some commercials. Ja, bisschen Werbung jetzt. Und ich verrate euch noch, was nach der Werbung wieder kommt, damit ihr auch dranbleibt. Wir haben nämlich noch jemanden da, er heißt Robert. Und Robert sagt, was ich, also was die Boygroups da alles, das kann ich schon lange. Ich möchte genauso ein Star werden wie die. Und da bin ich mal gespannt. Baxter, ehemaliges Mitglied von Caught in the Act. Würdest du dir, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt frag ihn. Was würdest du gerne wissen von ihm? Also du warst ja sehr unsicher, was du später machen willst. In Englisch. Das kann ich nicht. Okay, you understand? Oh, you understand. What I'm going to be doing später, later. Yeah? Okay. Willst du das wissen, was er später macht? Genau, was er später machen will. Er geht zurück zu seiner Schreinerlehre und... Ja, so ungefähr. Nein. Well, I can't do it in, I'll do it in English. I'm working on songs now. I've been writing songs. Mm-hmm. Three songs were on this album, and I'm working with a producer called Evert Abin in Holland. Mm-hmm. I found a new manager. I'm busy writing demos, and then I'm going to be talking to record companies. Okay. Also er möchte weiterhin natürlich mit in der Musikbranche bleiben. Er spricht gerade mit Plattenfirmen, arbeitet an Demo-Tapes. Und macht jetzt ein Solo-Projekt. Drei Stück sind auf der CD drauf, die haben wir vorhin gezeigt. If you want to, maybe she wants to be alone with you, don't touch her. Nein, nein, das weiß ich nicht. Okay, macht dann noch einen schönen Nachmittag und bleibt noch ein bisschen zusammen. Er ist jetzt für dich da. Okay. Ja? Okay. I have something for you. I have, hold on, hold on. Let's play the music. I have something, I forget something. Good. I have it here in my pocket. Hold on. So, I have something for you. Ah. Das sind zwei Karten, two Tickets, ja, für diese Charity-Veranstaltung am 27. November in Köln. Kannst du immer mitnehmen?